Namaskaram, Sadhguru. Wer spricht da? Wenn Zeit relativ ist, können wir dann Zeitreisen machen? Du willst also in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen? Ist das nicht das größte Problem auf der Welt? Die Menschen machen Zeitreisen in ihrem Inneren. Sie versuchen zu leben, was vor 10 Tagen passiert ist. Oder sie versuchen zu leben, was übermorgen passieren könnte. Zeitreisen ist das größte Problem. Suche nicht danach. Es ist bereits ein großes Problem. Nun, das ist nicht das, wonach du fragst. Du willst wissen, was in der Vergangenheit passiert ist, oder du willst wissen, was morgen passieren wird. Als er sagte, Mere Bare Mekuch Bolo, oder was auch immer, was er mir damit sagen will, ist, warum machst du nicht eine Zeitreise für mich und sagst mir, was morgen passieren wird, okay? Ja, das ist alles, worum er bittet. Ich muss also meine astrologische Kleidung tragen. Schau, wenn du deine physische Natur transzendierst, gibt es so etwas wie Zeit nicht. In Indien gibt es in dieser Kultur ein Wort namens Trikalagnani. Das bedeutet, dass jemand die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft kennt. Das bedeutet nicht, dass er in der Zeit reist. Das ist etwas, was diese Hollywood-Filme, die alles logisch und wörtlich missverstehen, warum ich das sage. Sie versuchen immer alles faktisch, wörtlich zu verstehen. Als wir sagten, dass es einen Trikalagnani gibt, sagten sie, oh, da ist jemand, der in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft geht. Schau, dieser Moment ist die Ewigkeit. Ich möchte, dass du weißt, es geht um die Frage, lebst du an der Oberfläche oder hast du eine tiefe Erfahrung des Jetzt? Was du für Vergangenheit hältst, was du für Zukunft hältst oder was du für Jetzt hältst, ist alles ein einziges Ereignis. Es sind nicht 3 verschiedene Ereignisse. Es sind nicht 3 verschiedene Dimensionen oder 3 verschiedene geografische Räume, in die du gehen und wieder zurückkommen kannst. Wenn du den Begriff Reisen verwendest, suggeriert er Bewegung, nicht wahr? Ich reise von Punkt A zu Punkt B. Ich kann nicht von Punkt A zu Punkt A, von Punkt A zu Punkt A, von Punkt A zu Punkt A reisen. Ich kann nicht reisen, es sei denn, ich mache Runden. Wenn du also Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sagst, dann sprichst du über das dreifache A, verstehst du? It's AAA. It's not ABC. Es ist AAA, nicht ABC. When we say time, wenn wir von Zeit sprechen, ist in der yogischen Wahrnehmung, zu der die moderne Physik hoffentlich eines Tages kommen wird, Zeit der grundlegende Aspekt der Schöpfung. Denn aus der Zeit entsteht die Schwerkraft und aus der Schwerkraft entsteht alles andere. Im Moment ist das Problem der modernen Physik, dass sie die anderen Kräfte einigermaßen verstanden hat, aber nicht in der Lage ist, die Schwerkraft zu verstehen. Schwerkraft ist die Folge der Zeit. Nicht andersherum. Weil es Zeit gibt, gibt es auch Schwerkraft. Das Wort Zeit selbst mag nicht dieses Bild in deinem Kopf hervorrufen. Das Sanskritwort ist korrekt, es heißt Kala. Kala bedeutet 2 Dinge, Zeit und Leere. Kali. Ich spreche nicht von der Devi. Kali bedeutet was? Leer. Kala bedeutet Dunkelheit. Kala bedeutet Zeit und es bedeutet auch Leere.
Wenn du versuchst, in einem etwas personifizierteren Kontext zu sprechen, dann nennen wir das Shiva. Wir sprechen also über Zeit und Leere, Zeit und Nichts als ein und dieselbe Sache. Weil es Zeit gibt, gibt es Schöpfung. Weil das, was wir als Schöpfung bezeichnen, existiert, gibt es Schwerkraft. Denn um die Integrität eines kleinen Stücks Materie in diesem riesigen Kala aufrechtzuerhalten, braucht man eine Kraft, die es zusammenhält. Schwerkraft gibt es also nur, wenn sich die Zeit auf eine bestimmte Weise krümmt. Die Zeit, die das Nichts ist, die Zeit, die Leere ist, nimmt eine Krümmung an. Wenn sie eine Krümmung annimmt, beginnt die physische Dimension. Wenn sie keine Krümmung annimmt, existiert das Physische nicht. Wenn wir also von einem spirituellen Prozess sprechen, versucht man aus der Krümmung herauszukommen, denn alles, was sich krümmt, dreht sich letztlich im Kreis, nicht wahr? Weil du also die Zeit als eine Folge der Krümmung erlebst, die sie genommen hat, verstehst du die Zeit als die Drehung des Planeten, als die Rotation des Mondes und der Sonne und was auch immer sonst. Aber wenn wir uns auf Kala beziehen, sprechen wir über Zeit in einer grundlegenderen Art und Weise. Sie ist Leere. Es ist das Nichts. Es ist klar, Raum ist Zeit. Wir sind immer, das moderne Konzept spricht über Zeit und Raum als zwei verschiedene Dinge. Wir sprechen über Zeit und Raum als eine Sache. Das Existenzielle ist die Schwerkraft. Die nicht-existenzielle Präsenz, die da ist, ist Kala oder Kali oder Leere oder Zeit. Oder wie auch immer man es nennen will, oder Dunkelheit, all diese Dinge symbolisieren das Gleiche. Wenn also jemand durch die Zeit reist, hat er seinen Verstand verloren. Wirklich. Ich weiß, dass Bücher darüber geschrieben werden. Glaube bitte niemals. Ich möchte, dass du verstehst, wenn du ein neues Konzept aufstellst, sagen wir, eine wissenschaftliche Gemeinschaft stellt ein neues Konzept auf oder ein neues philosophisches Konzept kommt. Sofort wird es 100 Autoren in Amerika geben, die ersten 80 werden aus Amerika kommen, die nächsten 10 werden vielleicht heutzutage aus Indien kommen. Sie werden Bücher darüber schreiben, wie sie dieses Konzept, das vielleicht gar nicht existiert, erleben. Einflussreiche Bücher werden geschrieben. Und eine Generation wächst damit auf und stirbt. Die nächste Generation hat noch nicht einmal davon gehört. Die Bücher, die in den 70er und 80er Jahren populär waren, diese Generation hat noch nicht einmal von diesen Dingen gehört, die die Psyche dieser Menschen vollkommen geprägt haben. Dieses Zeitreisenzeug, diese Nahtoderfahrungen, das sind im Moment beliebte Themen. Ich würde dir raten, ein Buch zu schreiben, du wirst gut verkaufen. Geld verdienen, das ist in Ordnung. Wenn es um dein Überleben geht, dann schreibe etwas, aber wenn du danach du suchst, dann mach dir nichts vor, du wirst dich verirren. Mache keine Zeitreisen, weil man keine Zeitreisen machen kann. Die Zeit, wie du sie kennst, existiert nur aufgrund deiner physischen Natur. Wenn du wirklich die Tiefe der Zeit kennen willst, wenn du Kala kennen willst, der alles zusammenhält, der alles in seinem Schoß hält, dann musst du dich von deiner physischen Natur distanzieren. Dann kennst du Kala nicht als drei, sondern als drei sich überlagernde A's, nicht ABC. Dann wirst du nicht versuchen zu reisen. Du wirst Dimensionsverschiebungen in dir selbst wahrnehmen, kein psychologisches Verständnis von Zeit. Was gestern geschah, ist eine Zeit. Was jetzt geschieht, ist eine andere Zeit. Was morgen geschehen kann, ist eine andere Zeit. Nicht in diesem Kontext. Es sind nicht drei getrennte Dinge. Wenn du hier sitzt und dir vorstellst, was gestern passiert ist, dann wird das alles jetzt passieren, nicht wahr? It'll all happen now, isn't it? Ja. Was morgen passieren kann, wenn du hier sitzt mit genügend Vorstellungskraft, wird es jetzt passieren. Das ist der Grund, warum die Menschen unter etwas leiden, das vor 10 Jahren passiert ist und das übermorgen passieren könnte.
Ja, sie erfreuen sich und leiden an Dingen, die nicht existieren. Wenn du also versuchst, Zeitreisen zu machen, wirst du deinen Verstand verlieren und denken, dass du etwas erlebst. Das psychologische Drama, das du in Form von Gedanken und Emotionen erschaffst, ist nicht das Leben, sondern ein schlecht inszenierter Film.